so liegt man. Meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe. Und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe. ...120 Bewerber für 2 Stellen bei der Mordcom. Bildverarbeitungssysteme. EDV. So wenig wie möglich. Kommissar Minks will dich sprechen. Wer? Kenne ich nicht. Mach nicht schon wieder Schwierigkeiten. Wir sind nicht die Sitte und nicht die Droge. Wir sind die Mordkommission. Ich habe einen Hinweis. Hör doch auf, wir wissen beide, warum du dich in den Schweinetrögen der Stadt suhlst. Jeder hat Probleme. Aber dein Privatkreuzzug, das geht zu weit. Noch eine nicht genehmigte Aktion. Eine Razzia, ein Alleingang. Ich häng dir ein Verfahren an, das dich die Rente kostet. Verstehen wir uns? Ob wir uns verstehen? Das ist ja laut genug. Schrader! Ich hab dich die ganze verdammte Nacht. KKZA Schrader, ich sollte mich... Setzen. Sie haben Ihre Jacke und Ihren Dienstausweis sicher. Ja, die ist mir vor ein paar Tagen geklaut worden. Er sitzt seit 6 Jahren wegen Raubüberfall. Aber das wissen Sie doch sicher. Ich habe Ihre Akte. Wenn sie nichts ausmacht, würde ich jetzt gern zur Feier zurück. Erklären. Immer dazu durch. Immer. Was wollen Sie eigentlich? Ich muss mich Ihnen gegenüber nicht rechtfertigen. Ich will, dass Sie in meine Abteilung kommen. Ich habe meine Zuweisung vor einem Jahr beantragt. Mein Antrag ist bewilligt. Der hier? Mit welchem Recht? Aus Ihrer Jacke. Die gehören mir nicht. Das war's damit. Der Typ den Finger abgebissen, verschluckt und ist abgehauen. Der Verwirrungszustand war Drogen. Mein Gott, was für ein Dreckschwein macht denn sowas? Der Tag ist heute. Nie Dienstschluss. Wie kann man nur so leben? Mal was Nettes rauszulassen. Nehmen Sie die Hände hoch! Bleiben Sie stehen! Ich bin aber noch nicht fertig mit dir. Ich aber mit dir. Sonst bin ich jetzt verhaftet. Sonst kann ich nämlich gehen, wann ich will. Du weißt, was passiert, wenn du jetzt da rausgehst. Dein Aufstiegsvermerk wird dir aberkannt. Die Mordkommission kannst du dann vergessen. Genau das hatte ich vor. Ich bin draußen. Machen Sie Ihre Haaranalyse, wenn Sie wollen. Das sind mir wenigstens die Entscheidung ab, ob ich nach der Beurlaubung ganz gehe. Wenn ich was von Ihrer Tochter höre. Ich hole einen Arzt. Komm schon, Mann, ich will dir helfen. Okay. Stefan Kreiner. Das ist der letzte Rest. Warte mal, mein Scheiß!